Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr uns hineingenommen habt zum Vater. Und so ist das Leben, wie dieses Lied es zum Schluss ausgedrückt hat. Es geht uns nicht immer gut. Also wer das behauptet, dass es einem immer gut geht, da sage ich mal ganz frech, der lügt. Wir haben alle Aufs und Abs in unserem Leben. Aber gerade das ist das Tolle, dann einen Vater an unserer Seite zu haben, der über allem steht und den wir in allen unseren Lebenslagen uns einfach zuwenden können und sagen können, egal wie es mir gerade geht, du bleibst trotzdem mein Vater. Wir sind gerade mittendrin in unserer Vaterherz-Serie und wir hatten letzten Sonntag davon gehört, dass die Bibel uns von zwei Vätern berichtet, die der Mensch hat. Einmal der Vater, Gott, der Vater, von dem alles ausgegangen ist, der alles geschaffen hat. Und dann von einem Vater, der oder jemand anderem, der ebenso Kinder haben wollte oder haben möchte, aber selbst nicht in der Lage ist, welche zu machen. Weil Satan völlig unkreativ ist, ja, vielleicht nicht völlig unkreativ, aber zumindest nicht schöpferisch tätig ist, sondern er kann nur nachahmen. Und also blieb ihm nichts anderes übrig, als der Plan, Gott dem Vater seine Kinder zu rauben. Was anderes ist nicht möglich gewesen. Deswegen sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, und der Feind, der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu schlachten. Das ist die einzige Möglichkeit. Und was ihm also durch List und Tücke dann gelungen ist, hat viele Menschen in die, so nennt die Bibel das, in die Sklaverei unter die Sünde gebracht. Und ich nehme uns mal hinein in einen Gedanken, den nicht nur die Bibel aufarbeitet und uns aufzeigt, sondern schon 400 Jahre zuvor große Philosophen sich mit diesem Gedanken rumgeplagt haben und zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis gekommen ist, bis in unsere Neuzeit hinein, muss man eigentlich sagen. In Römer 7, Vers 14, ab B, lesen wir dann, ich bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Das ist ein Thema, das, ich glaube, uns alle Menschen immer wieder stark und massiv beschäftigt und herausfordert. Das große Leid des Menschen, über das schon die alten Griechen und Römer intensiv diskutiert haben. Sokrates, 400 Jahre vor Christus, meinte, dass man nur um das Gute und Böse wissen muss, dann kann man tun, was das Wissen befiehlt. Sein Zeitgenosse Platon meinte dagegen, dass den Menschen etwas anderes beherrscht, der Affekt. Man kann ums Gute wissen, handelt aber dann doch aus dem Affekt heraus böse. Und ein weiterer Zeitgenosse, der diese ganze Diskussion dieser großen Philosophen dann eben mitverfolgte, Euripides, stellte die Denkposition des Platos eindrucksvoll in seiner Tragödie Medea dar. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal sie gesehen oder sich davon mal was angeguckt. Medea war eine Frau, die in Korinth von ihrem Mann verlassen worden war.
Sie will sich rächen, indem sie die gemeinsamen Kinder tötet. Wohl wissend, dass sie mit dieser Tat vom Bösen besiegt würde. Und dann sagt sie in dieser Tragödie, und ich begreife zwar, welch Böses zu tun ich im Begriff bin, doch ist die Leidenschaft stärker als meine Überlegungen. Und damit ist sie das größte Übel für die Sterblichen. 400 Jahre später, im 1. Jahrhundert nach Christus, meinte Epiktet, auch ein Philosoph, das Mediaproblem hätte man durch Belehrung lösen können. Wenn man klar darlegt, warum ein Mensch das, was er will, nicht tut und das, was er nicht will, tut, kann man ihn dazu bringen, von sich aus aufzuhören. Sein Zeitgenosse Ovid ist anderer Meinung. Aber wider Willen zieht mich eine fremde Macht, sagt Ovid. Eines rät die Begierde, die Vernunft was anderes. Ich sehe das Bessere und heiße es gut, dem Schlechteren folge ich. Und dem pflichtete dann der große römische Philosoph Seneca ebenso zu. Und das hört sich da schon sehr dicht an das, was wir aus der Bibel kennen. Warum mein Ausflug heute Morgen ein bisschen in die Philosophie? Um uns zu zeigen, dass der unter die Herrschaft des falschen Vaters geratene Mensch in der Lage war, zwar sein Dilemma durch die Versklavung, durch die Sünde zu erkennen, sie wahrzunehmen und auch darunter zu leiden, dass es ein Leiden darunter gibt, aber eben nicht in der Lage war, eine wirkliche Lösung dafür zu finden. Und irgendwie ist ihnen allen letztendlich bewusst geworden, niemand kann sich selbst aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und Paulus fasst dann dieses Dilemma des Menschen ohne Gott folgendermaßen zusammen. In Römer 7, Vers 24, da lesen wir dann, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Und zum Glück präsentiert er uns gleich die Lösung. Dann im folgenden Vers 25, Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Und das bedeutet, wenn du an Jesus zum Glauben gekommen bist, seine stellvertretende Sühnung am Kreuz für dich in Anspruch genommen hast, indem du ihn um Vergebung gebeten hast für deine Schuld, dann wirst du von der Herrschaft, diesem Urproblem des Menschen, befreit. Und das ist das Tollste, aus der falschen Vaterschaft Satans herausgekauft, losgekauft. Wir haben hier ein schönes Kreuz stehen, ich würde sagen, fast schon so groß wie in echt. Und dieses Kreuz ist der Versöhnungsort, an dem wir Gott, dem Vater, unserem wirklichen Vater, begegnen können. Wenn wir das getan haben, dann leben wir befreit von der Macht der Sünde. Und das heißt nicht, dass wir nicht wieder versucht werden können, ganz im Gegenteil. Die Bibel macht immer wieder deutlich, nein, Versuchung bleibt bestehen und Versuchung muss auch sein. Es ist wie in einem Trainingsprinzip. Ja? Wenn ich nicht ständig sozusagen meine Muskeln in irgendeiner Weise herausfordere, können sie nicht wachsen. Und genauso ist es auch mit all unseren Zweifeln, mit unseren Problemen, mit all dem, was immer wieder an uns herantritt und vielleicht uns auch so manches Mal es irgendwie schwer macht, so seine Beziehung mit unserem Gott, dem Vater, aufrechtzuerhalten. Ohne Versuchung, ohne solche Zeiten, kein Wachstum im Glauben, kann sich Beziehung nicht vertiefen. Und es ist interessant, dass viele Ehepaare davon berichten, wenn sie durch schwere Zeiten gemeinsam gegangen sind, weil, was weiß ich, vielleicht Krankheit eintrat oder ein Kind verunglückt ist oder was auch immer. Entweder zerbricht die Ehe dann an diesem Ding oder aber wenn sie gemeinsam durchgehen,
sagen die meisten, zumindest das, was mir bekannt ist, es hat uns so viel näher einander gebracht. Wir haben uns ganz anders kennengelernt. Und dieses aufeinander stützen können, auf sich auf den anderen verlassen zu können, gerade in solch einer Zeit, das ist etwas, was unsere Liebe so viel wertvoller gemacht hat. Wir sind versucht, aber wir sind nicht mehr gezwungen zu sündigen, weil wir Kinder Gottes sind. Und wenn du Gott den Vater als deinen Vater nennen kannst, wenn du sagen kannst, so wie Paulus es uns sagt im Römerbrief, aber, also Papa, Papa, lieber Vater, wenn du das sagen kannst von deinem ganzen Herzen, weil das eine wahre Beziehungsbeschreibung mit Gott dem Vater ausmacht, dann bist du befreit von der Macht der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Du kannst, aber du musst nicht mehr. Und das ist ein Riesenunterschied. Du bist nicht länger Sklave der Sünde. Und ich finde, es lohnt sich immer mal wieder auf diese Basics, diese Grundlagen unserer Beziehung und das, was Gott der Vater für uns gemacht hat, hinzuweisen, um uns deutlich zu machen, was wir eigentlich wirklich in Gott haben. Ich kann mich gut erinnern an eine Zeit in meinem Leben, da war ich 17 Jahre alt und ich wollte einfach mal genauso wie meine Kumpels um mich herum in meiner Ausbildung die Welt schmecken, wie man das dann so schön fromm, in frommen Kreisen sagt. Und ich habe mich bewusst losgesagt von Gott mit dem klaren Wissen, wenn ich jetzt sterbe, werde ich in die Hölle gehen, ich werde nicht bei Gott dem Vater sein. Aber irgendwas hat mich so gezogen, dass ich das mal alles ausprobieren wollte. Alles, was die Welt so bietet. Und interessant, in diesem sehr deutlich, weil mir klar war, lauwarm geht nicht, Esra. Kalt oder heiß, eins von beiden. Vorher war es so heiß, es bleibt ja nichts anderes übrig, eben nicht kalt zu sein, wenn du die andere Seite kennenlernen willst. Und eins war klar, was ich sofort merkte und sich in meinem Leben, meinem Herzen eintrat, war Kälte. Egoismus, Selbstsucht. Die anderen Menschen wurden mir immer weniger wert, waren mir immer mehr egal. Es änderte sich sofort in meinem Herzen etwas, das ich wahrnehmen konnte. Und ich merkte nach einem halben Jahr, dass ich mich selbst nicht wiedererkannte. Ich kannte mich nicht mehr. Ich wusste und merkte, das bist nicht du, Esra, du bist doch nicht eigentlich so. Doch, ohne meinen Vater im Himmel und die Beziehung zu Gott und dass Gottes Geist in mir wohnt, bin ich genauso wie alle anderen Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich konnte es nicht aushalten. Was ich wirklich nicht aushalten konnte, war die Gottesferne. Und so bin ich zu Gott zurückgekommen und habe gesagt, Herr, ich kann nicht und ich will nicht ohne dich leben. Es geht nicht. Und als wenn ich einen alten Mantel abgelegt hätte, fiel das von mir und Gottes Frieden und Liebe kam in mein Herz. Und ich merkte, nie wieder ohne das. Nie wieder will ich ohne diesen Frieden und diese Liebe leben wollen. Es macht einen Riesenunterschied. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du dich daran zurückerinnern kannst. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Was haben wir denn überhaupt in dieser Vaterbeziehung? Was genau macht das eigentlich aus in unserem Leben? Ich kann mich da so gut dran erinnern, an diese beiden Momente in meiner Jugendzeit. Und ich finde, das ist etwas, wofür es sich lohnt, unseren Vater zu lieben.